Mittelalter ist die Rüstung eines Ritters sein Schutzschild und seine Achillesferse zugleich. Der Metallpanzer wird nur selten von den gegnerischen Waffen durchschlagen. Doch im Gegenzug lasten auf den Schultern eines Ritters einige Dutzend Kilogramm Gewicht. Die Bewegungen sind eingeschränkt. Ein Kampf ist kräfteraubend. Im starren Metallkorsett ist der Ritter gefangen. Wann gelangt er an seine körperlichen Grenzen? Wir wollen es heute wissen und bringen einen tapferen Recken an sein Limit. Das Gewicht bei der Geschwindigkeit zusätzlich. Ich bin jetzt K.O. und komplett verschwitzt. Was hält eine Ritterrüstung tatsächlich aus? Gegen welche Waffen versagt sie? Wir machen den Extrembelastungstest und finden die Schwachstellen. West- und Mitteleuropa, etwa 1050 nach Christi Geburt. Die Blütezeit des Rittertums beginnt. Sie sind die militärische Elite des Mittelalters, die Ritter. Von klein auf als Knappen an den Kampf herangeführt, beherrschen sie im Alter von 21 Jahren zahlreiche Kampftechniken und Waffen. Voll ausgebildet werden sie zum Ritter geschlagen. Das Pferd verschafft ihnen einen zusätzlichen Vorteil. Durch Geschwindigkeit, Masse und erhöhte Position. Das Markenzeichen aller Ritter, ihre Rüstung. Sie bietet in Schlachten rundum Schutz. Aber die Rüstung hat Schwachstellen. Wer diese kennt, siegt. Ansgar Jägers arbeitet mit der Stuntgruppe die Herzog-Tassilo-Ritter zusammen. Er weiß, wie wertvoll die Rüstung für den Krieger ist. Ein gut ausgerüsteter Ritter hat den gleichen taktischen Wert wie 80 unausgebildete Soldaten. Um diesen Wert standzuhalten, vollzieht sich im Mittelalter eine wahre Hochrüstung der ritterlichen Schutzkleidung. Eine der meistverbreiteten Rüstungsarten ist die aus Stoffen, Gambeson genannt. Ein Gambeson besteht aus mehreren Lagen Leinentuch. Diese sind oft mit Materialien wie Baumwolle, Rosshaar oder Filz gefüllt. Durch das Absteppen der verschiedenen Lagen entstehen die typischen Taschenmuster. Die Herstellung ist schwere Handarbeit. Dafür gingen mehrere hundert Stunden ins Land, bis der Stoff gewebt war, mehrere Schichten miteinander vernäht wurden. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Sind 30 Lagen Leinen, schützt dann schon ganz gut vor Schwertschlägen, ist aber noch nicht das Maximum, das erreichbar ist. Man entwickelt das Ganze weiter, es wird dicker. Die typische Schutzkleidung ist der einfach gefütterte Gambeson. Denn neben den Rittern kann sich diese Variante auch das Fußvolk leisten. Und anders als man denkt, wird dafür keineswegs Leder genutzt. Wenn man Leder als nicht nur als Trägermaterial nehmen würde, sondern komplett den Gambeson daraus füttern würde, würde das Schwert einfach durchschneiden. Das dünne Leder wird nur für Gürtel und Verschlussschnallen verwendet oder als wasserfester Bezug. Den eigentlichen Schutz bieten die vielen Stoffschichten. Doch je dicker der Gambeson, desto starrer ist er. Die Bewegungen sind mit der 8 Kilogramm schweren Rüstung eingeschränkt. Einfache Schwerthiebe konnte ein Gambeson auffangen. Abgerutschte Schwerthiebe wurden abgemildert, ein Schnitt vermindert oder eben gar ganz verhindert. Sollte er in der Achsel geöffnet gewesen sein, wäre da zum Beispiel eine Stichfläche gewesen. Der Gegner hätte einen in der Achsel erdolchen können, um es ganz einfach zu sagen, oder dort auch einen Schnitt anbringen. Doch nicht nur beim Schwertkampf, auch vor gegnerischen Pfeilen kann der Gambeson den Ritter nur bedingt schützen. Unser Test zeigt die Kraft der abgefeuerten Pfeile. Alle stechen in eine dick geschichtete Stoffrüstung ein. Aber wie tief? Man sieht, dass die einfachen Kriegspfeilspitzen, also quasi eine Weiterentwicklung der Jagdpfeilspitze, stecken geblieben sind. Was allerdings auch wieder in diesem Fall drinnen steckt und was nur hätte aufgehalten werden können durch Rüstplatten oder durch ein Ringpanzerhemd, sind die Botkin-Pfeilspitzen und die kriegt man nicht mehr raus. Hier. Die Mehrkantpfeilspitzen, also 3- und 4-Kantpfeilspitzen, die panzerbrechend wirken,
gehen durch. Die Weiterentwicklung der dreieckigen Jagd zu den mehrkantigen Botkin-Pfeilen bedeutet das Aus für die reine Stoffrüstung. Den scharfen Spitzen ist der Gambeson widerstandslos ausgeliefert. Bald ist der Gambeson nur noch Zusatzpanzerung unter der weiterentwickelten Schutzkleidung, dem Ringpanzerhemd. Kleine Metallringe sind die Hauptbestandteile eines solchen Kettenhemdes. Je nach Körperbau und Ringgröße werden bis zu 40.000 Ringe in mühevoller Handarbeit vernietet oder verschweißt. An einem einzigen Hemd wird so bis zu einem Jahr gearbeitet. Das Kettenhemd konnten sich zum Beginn des Mittelalters, also im Frühmittelalter und im Übergang zum Hochmittelalter, nur hohe Würdenträger leisten. Jemand mit sehr viel Geld, mit adeligem Hintergrund zum Beispiel, oder gar Geistliche von Rang. Später wurden Kettenhemden auch beim Fußvolk eingesetzt, als es gerade möglich war, durch die fortgeschrittenen Fertigungstechniken schneller zu produzieren und damit auch günstiger zu produzieren. Trägt der Ritter zu seinem Schutz ausschließlich das Kettenhemd, ist er beweglicher als mit der starren Stoffrüstung. Das Geflecht aus Metallringen passt sich dem Körper an. Doch auf den Schultern des Ritters lasten im Kampf jetzt rund 15 Kilogramm. Täglich muss er mit der schweren Rüstung seine Kondition trainieren. Schnell werden weitere Schwachstellen deutlich. Es war quasi der erste hochspezialisierte Schnittschutz, konnte aber nicht vor Stichen schützen. Das Problem war außerdem, dass Schläge, die mit großer Wucht geführt wurden, trotzdem den Knochen unten drunter brechen konnten. Es heißt also, Schnitte wurden abgefangen, Stöße wurden leicht abgedämpft, aber große Wucht wurde ungebremst auf den Körper darunter übertragen. Nicht nur im Nahkampf gibt es Probleme. Auch Fernwaffen machen den Metallringen zu schaffen. Das verdeutlicht unser Test. Im Ulmer Beschussamt schießen wir Botkin-Pfeile auf ein Kettenhemd. Die mehrkantigen und spitz zulaufenden Pfeile sind mit einer Ahle, einem Werkzeug der Schuhmacher, vergleichbar. Es gab die sogenannte Aalspitze, den Botkin-Pfeil. Der war spitz wie eine Ahle. Und der durchdrang den Kettenpanzer, sprengte die Ringe ohne größere Probleme auf. Zwar bremst das Kettenhemd die Pfeile ab, jedoch muss der Ritter darunter einen Gambeson tragen, damit die Spitzen nicht ins Fleisch vordringen. Seine Beweglichkeit ist jetzt doppelt eingeschränkt. Mitte des 13. Jahrhunderts wird das Hemd daher nach und nach mit Metallplatten verstärkt und die Stoffrüstung so ersetzt. Das Ergebnis? Die Plattenrüstung. Schnell zeigt sich, wie gut die körpergerecht angepassten Metallschienen schützen. Aus der Schmiedezunft entwickelt sich der Berufsstand des Plattners. Eine Maßanfertigung dauert mehrere Wochen und erfordert höchste Schmiedekunst. Von Kopf bis Fuß besteht die Vollrüstung aus Unter- und Oberschenkelröhren, Kniekachel, Brustpanzer, Beintaschen, Kragen, der Schwerthiebe vom Hals fernhielt, Armgeschübe und Ellenbogenkachel, Unterarmröhre, Panzerhandschuhe, Visierhelm. Über den Preis einer solchen Rüstung streiten Historiker heute. Fest steht, sie hat mindestens den Gegenwert einiger Stück Vieh. Wer sich eine Vollrüstung leisten kann, steht vor weiteren Hürden. Unser Handling-Test zeigt, alleine kommt ein Ritter nicht in seine Rüstung. Knappen müssen ihm dabei helfen. Zeit sollte er auch haben. Rund 6 Minuten dauert die Ankleideprozedur. Die nächste Herausforderung? Schafft es ein Ritter, ohne Hilfe auf sein Pferd aufzusteigen? Oder scheitert er schon vor dem Kampf? Tatsächlich benötigen gut ausgebildete Ritter hierfür keine Hilfe. Aufs Pferd kommen sie dank Steigbügel und regelmäßiger Übung alleine. Erfahrene Ritter wissen auch von den Schwachstellen der Plattenrüstung. Im Kampf schützt sie zwar einen Großteil des Körpers, aber die Geschübe der Metallschienen bieten Raum zum Eindringen von Klingenspitzen. Auch das Sichtfeld des Helms kann dem Ritter zum Verhängnis werden. Die beiden größten Schwachstellen. Zum einen die Achse, weil hier konnte man polstern, so viel man wollte. Es war immer eine Angriffsfläche, denn die Polsterung oder auch Kettenrüstung oder Ähnliches konnte nie so dick aufgetragen werden, dass ein Hieb, ein Stich, ein gezielter Stich an diese Stelle aufgehalten werden konnte. Die zweite, immer schlimme Trefferzone für den Mann ist natürlich sein Gemächt.
Also ein gezielter Tritt, ein Schlag, ein Hieb mit dem Streitkolben oder dem Schwert kann einen Mann ausschalten. Zudem kommen neue Waffen ins Spiel. Mit der Lanze greifen die Ritter nun gezielt den Gegner an. Ein direkter Treffer verletzt den Ritter. Blutergüsse unter dem Panzer sind keine Seltenheit. Fällt der Krieger vom Pferd, ist er ausgeliefert. Mit welcher Wucht das geschieht, zeigt unser Test auf dem ADAC-Gelände in Landsberg am Lech. Wir schlagen einen Dummy zum Ritter. Im Sattel rammt er gegen eine Lanze. Zwar schafft es die Lanze nicht, die dünne Panzerrüstung zu durchdringen, doch sie wird stark verformt. Bald verstärkt man den Brustpanzer daher mit dicken Metallplatten. Durch die Wucht des Stoßes wird der Ritter jedoch vom Pferd gehoben. Wie es einem Ritter ohne sein Pferd im Gelände ergeht, soll unser nächster Test zeigen. Wir schicken Ritterdarsteller Lukas auf einen Parcours über Hügel und Hindernisse. Zuerst der Vergleichstest ohne Plattenrüstung. Der durchtrainierte Sportler braucht 12,3 Sekunden für die gesamte Strecke. Mit einer Rüstung trägt er nun rund 25 Kilogramm an seinem Körper. Zwar haben ausgebildete Ritter durch die tägliche Übung kaum motorische Einschränkungen. Auch bereitet ihnen das Aufstehen kein Problem. Dennoch braucht Lukas mit 20,7 Sekunden fast doppelt so lang für den Parcours. Neben der Bewegungsfreiheit sind das Gewicht und die Hitzeentwicklung innerhalb der Metallkleidung weitere Hürden. Um dies zu verdeutlichen, schicken wir Lukas aufs Laufband. Mit der Rüstung steigt sein Puls rasant an. Er verbraucht jetzt mit jedem Schritt mehr als doppelt so viel Energie wie ohne Panzer. Die Durchschnittswerte beim Joggen liegen bei 140 Schlägen pro Minute. Nach nur einer Minute 40 bricht er mit einem Puls von 186 ab. Das Gewicht bei der Geschwindigkeit zusätzlich. Ich bin jetzt K.O. und komplett verschwitzt. Trotz dieser körperlichen Belastung und den Schwachstellen ist mit der Plattenrüstung ein Rundumschutzschild gefunden. Das ist jetzt quasi der Höhepunkt im Spätmittelalter. Die Vollplattenrüstung, man sieht, wesentlich schwerer gerüstet als vorher nur im Ringpanzerhemd oder mit eben Gambeson. Die jetzigen mittelalterlichen Waffen können dem Ritter so gut wie nichts anhaben. Die Überlebenschancen in der Vollrüstung sind seit den Anfängen enorm gestiegen. Doch spätestens mit der Armbrust und den Feuerwaffen hat die Plattenrüstung keine Chance mehr. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verschwindet sie zusammen mit den Rittern aus unseren Geschichtsbüchern.